Außen Top Takes, innen Geschmack. 2 hours later. Bier, Bett. Ja! Bei dir piepst doch. Freitag. Guten Morgen, Sonntag, 6. Oktober. 8 Minuten vor 6. Irgendjemand hat seinen Trecker nicht reingefahren. Und was ist passiert? Alles beschlagen. Wir laufen erstmal zum Licht. Schon. Ich denke, ich werde erstmal eben den zweiten Tandem abladen dahin, dass wir einen leeren Wagen haben, und dann kümmere ich mich darum, die zu sortieren, glaube ich, ja. Ich habe mich doch für Treckerfahren entschieden. Mann, nee. Ich brauche den Stapler, weil ich da hinten den Hallenfüller ein bisschen anders hinstellen möchte, weil der Tandem ja doch ein bisschen größer baut und ich die Dachrinne nicht kaputt machen möchte. Um an den Stapler zu kommen, muss ich aber den Trecker raus haben. Und wenn ich den Trecker schon mal in Gang habe, dann kann ich auch gleich den Wagen erst zum Feld fahren. So, jetzt muss es gehen. Also, wir fahren eben übers Feld, damit nicht zu viele Leute am Sonntagmorgen stören. Ja. Jo, also die haben hier hinten ja doch ganz gut geschafft gestern. Wir haben gestern um, ich weiß es nicht mehr, wie spät es war, spät und dunkel, habt ihr im letzten Vlog gesehen. So, jetzt machen die fangen um 7 an.
hier die Kartoffeln erstmal raus, dann auf der anderen Seite die paar Reihen Fontane, die müssen irgendwo hier in der Miete. Dann müssen wir, wenn wir Tageslicht haben, noch mal einmal kurz grübeln, ob wir die dann abfahren und woanders in Miete kippen oder ob Jürgen hier irgendwo in halbwegs Nähe eine Miete macht. Ich weiß das noch nicht. Also hier ganz hinten können wir definitiv keine machen, weil das wird viel zu nass. Jetzt gerade kann man fahren, Mittwoch wird es nicht mehr gehen, weil Dienstag schon der erste größere Regen kommen soll. Und das ist auch immer noch so im Wetterbericht. Also nächste Woche wird es irgendwie auf jeden Fall regnen. Wann und wie viel, wer weiß das schon. Alter. So, dieser Schlag war übrigens auch im Frühjahr zu sehen. In den alten Videos bei Pflanzen, da war auch irgendwas. Was war da denn? Irgendwas war da kaputt. Zwillingsrad. Ich weiß es nicht mehr. So, wir fahren. Wir reiten Zeugesdorf. So, ich hatte euch leider eben auf dem 716 vergessen. Tut mir leid. Ich habe mir das anders überlegt. Ich habe den zweiten Wagen eben noch hingefahren. Und das ist gar nicht mehr so viel, wie ich dachte, da hinten. Deshalb machen wir jetzt nicht den, seht ihr nicht, den Tandem leer, sondern ich fahre den ersten Wagen an den Bunker ran und sortiere erstmal weiter. Mit Drehschimmel ist das zu eng mit den Kartoffeln da. Meine Güte, was für ein Gekurve, ey. Konntet ihr das sehen? Jürgen fährt gerade aufs Feld mit Panikleuchte. Ey Kollegen, Süden ist aber woanders. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Da fliegen Gänse. Also, 9 Uhr haben wir es. Stärke sind hier weg. Hier ist, weiß ich nicht, ein Bunker drauf oder so. Der andere Wagen ist schon zu Hause. Jürgen ist jetzt da hinten zu Gang. Fontane rausruppen. Da machen wir jetzt da eine Feldmiete. Und 4 Akkuliner nehmen wir mit nach Hause. Die stellen wir noch her. Einer steht da schon. Müssen wir erst noch eben abladen. Und ja, wenn die raus sind, dann geht es in der großen Miete weiter. Und heute Nachmittag heißt es dann für Jens und mich, Mieten zu machen. Da war nur eine Schubkarre voll drauf. Abgekippt. Den fahren wir jetzt gleich wieder hin für Fontane. Und dann geht er hier zu Hause weiter mit Platz machen und irgendwo Kartoffeln hinkippen, wo auch immer noch. Ich weiß es nicht. Hier 4 Wagen und Rest hier Miete. Da können wir von da aus hierher fahren. Ist zwar ein Grasweg, aber ist ein Weg. Die sind jetzt sehr dunkel natürlich, aber ansonsten sehen die schon gut aus. Kann man nicht meckern. Oh, das wird hier noch einen Moment dauern. Bis Mittag oder so, schätze ich mal.
So, also das hier wird zugedeckt, das da nicht. Das ist für Wietzendorf die nächsten 2 Wochen oder sowas. Jemand fragte, warum wir die Wand nicht auf die Seite gesetzt haben, weil da kein Wasser läuft. Das ist so, geht das mit den Mieten immer noch am besten. Also ich hatte mir das auch anders vorgestellt, aber solange da keine Lüftungskanäle zwischen sind, müssen wir die Mieten so machen. Anders wird es nicht gehen. Und die Wand, zusätzlich ist das noch so, dass wir die Wand, so wie jetzt, auch gerne zum Schütten und Laden nehmen. Und da können wir uns, hilft uns die auf der Seite nichts, wenn da eine Miete vorliegt. Also ja, ob das nächstes Jahr wieder so gemacht wird oder denn noch anders, das weiß ich nicht. Aber jetzt probieren wir es erstmal so aus. Bin bisher auch ganz zufrieden damit, muss ich sagen. So, wir haben noch 2 volle Akkuliner hier, die wir da noch hinkippen. Die gehen dann noch zum Feld für Fontane und dann sind alle Wagen leer. Jo. Ja, schön. Ganz viel ist nicht mehr. Ja. Dann können wir tatsächlich noch Vormittag Miete umsetzen. Das ist auch nett. Schon wieder auf den 716 vergessen. Komisch. So, da ein Zug Fontane, die bleiben noch kurz im Moment in der Sonne, dann kommen die hier in die Durchfahrt. Da vorne 1,5 Züge Fontane, die wir nochmal im Zusammenhängen. Dann fahren wir einmal so rum, lassen hier noch einen Moment in der Sonne stehen, dann kommen die da unter dem Schirm, dann stehen die trocken. Die sind jetzt schon weiter zum nächsten Schlag, da bei der ganz großen Miete. Gucken wir später hin und roden dann noch weiter und dann kommen sie aber gleich auch schon 10 Minuten zum Mittag. So, und ich will das hier vorher noch mal eben an der Seite haben. Und dann gibt es lecker Sonntagsessen. Ina hat Rinderrouladen gemacht. Oh, voll geil. Zu. Nächste. Außen Top Takes, Innengeschmack. Moin. Moin.
Rita, der Gänse ist da, obwohl immer noch Sonntag ist. Ja. Ist noch gar nicht Montag. Fein, ne? Ja. So, also machen wir jetzt. Und ich heb meinen Hintern hoch. Bei dem Stuhl macht er, glaube ich, keinen Stuhl. Keinen Arm. Kein Stuhlgang? Nee. So, und warum ich mir das erlaube ist, wir fahren nicht auf eine öffentliche Straße. Sondern... So, noch nicht öffentlich. Noch nicht. Wir machen mal eben die Fontane zu. Trotzdem. So? Rückwärts ran, hier, oder? Ja. Fahr mal oben rauf, rückwärts. Geht das? Okay. Nein. So, das muss reichen. Brauchen wir noch ein bisschen Platz zum Spielen. Ja. Hier ist noch Vlies genug, sagst du, ne? Ja, ja, das soll reichen. Ja, wir lassen das auf dem Autowagen drauf. Dann fahren wir mal eben zu den zum Bruder, dann können wir Kaffee anbieten. Was hast du? Es geht ja noch bis da. Ja. Haben wir rübergeschlagen. Ja. Bis hier auf jeden Fall. Ich fahre um 5 dann nochmal damit her. Fertig. Dann machen wir mal Kaffeedienst. So. Das hier wird dann der letzte Schlag sein, den wir roden. Ich wollte mal einmal eben lang spekulieren, wie das hier aussieht jetzt. Sieht ordentlich sauber aus. Da muss er eigentlich auch ein bisschen was schneller fahren können. Wenn es nicht zu viel Regen gibt. Ne? Wenn es zu viel regnet, dann auch nicht. Oh, guck mal, und der Nachbar ist hier auch schon fast fertig. Da sitzen noch welche drin. Hier sind raus. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar. Gerade weil eben noch jemand anrief, ist im Laden und es gibt kein Eis. Wir haben das letzte Eis, ist verkauft und es lohnt sich leider nicht, so gerne Ina das auch machen würde, aber es lohnt sich leider nicht, jetzt noch neues Eis zu machen, weil das abzusehen ist, dass wir das dann nicht alles loswerden. Und wir schreiben immer eine MHD von 6 Monaten drauf. Das hält sich natürlich deutlich länger, ist ja tiefgefroren und so, das ist alles kein Problem. Wir haben auch schon deutlich älteres Eis selber gegessen und das schmeckt auch immer noch gut. Aber das ist quasi ein Best Before. Ne? So, und wenn Ina jetzt nochmal alle Sorten durchzieht oder auch nur die Hälfte der Sorten und da bleiben nachher von jeder Sorte, keine Ahnung, 100 Becher über, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Und aus dem Grunde haben wir jetzt entschieden, dass wir beim Eis Winterpause machen. Und heute scheint die Sonne und da kommt man natürlich auf die Idee, ein Eis zu essen, aber das wird nächste Woche auch schon wieder anders aussehen, deshalb ist das so. So, hier der Nachbar auch schon eine Miete gemacht, der Schlag ist auch komplett raus. Und ja, wir haben unsere 15 Hektar hier noch zu roden. Aber wenn wir da erstmal einen Anfang haben, wir müssen hier vom Vorgewände ein bisschen was nach Hause fahren, ein bisschen Platz haben wir ja auf dem Hof noch. Damit wir eben hier das Vorgewände wegkriegen und an der Seite ein bisschen was weg, weil an der Seite soll die Miete hin. Ja, Punkt. So, das heißt, wir holen da ein paar Züge nach Hause. Ja, Züge ist schon fast übertrieben. Ein paar Kipper holen wir nach Hause und der Rest geht dann hier komplett in die Miete. Das wird dann die größte Miete am Stück dieses Jahr werden hier. Ja, und dann sind wir irgendwann noch mal durch. Also die Pommeskartoffeln sind wohl Freitag dran. Da werden wir nicht alles schaffen, aber ich muss da noch mal nachfragen, wie das aussieht. Normalerweise müssen wir das ja mal eben am Stück alles liefern. Das heißt, dass wir dann noch einen halben Samstag oder so, ein paar Stunden am Samstag, dann müssen wir es eigentlich schaffen. Aber gut, wir werden sehen, das sind 10 Hektar. Wir haben 400 Tonnen Kontrakt.
Ich weiß, ich muss dann nochmal abfragen, wie viel Übermengen die nehmen würden. Und der Rest muss dann halt auch in der Miete, was überhin ist. Das ist dann so. Das werden wir sehen. Wir haben ja jetzt schon einen LKW, ist schon mal verkauft worden. Der ist schon weg. Dann haben wir jetzt ja zwei nicht ganz volle Züge zu Hause. Und einen halben Zug ungefähr, der in dieser kleinen Miete ist, die ich vorhin mit Jens noch dazu gedeckt habe. So, wir haben es jetzt 16:30. Ich fahre jetzt gleich eben wieder zum Schlachen. Ich wollte das Vlies da gerne noch eben wieder rüberziehen. Ich habe noch eine Plattschaufel dabei, dass wir da noch mal ein bisschen Sand ran schmeißen, dass es nicht hochweht. Und wenn dann über Nacht oder morgen dann Regen kommen sollte, dass das dann zumindest trocken liegt, ne? Das, was jetzt raus ist. Das wird nicht ganz fertig werden da hinten, wo sie zu Gang sind, wo wir vorhin mit dem Kaffee waren. Bin jetzt noch am Grübeln, wie wir es machen. Jürgen sagt, er kann morgen Nachmittag wiederkommen. Morgen Vormittag ist er noch beim anderen Kunden erst. Und dann müssen wir mal gucken, was das Wetter macht. Ob wir dann da erstmal fertig roden oder halt hier, wo wir eben gerade waren, schon mal anfangen. So, wir können Wasserstand gucken. Ja, und die Wümme ist dieses Jahr nicht wirklich viel leerer gewesen als jetzt. Ich würde mal so sagen, Wasser genug. Jo. Auch nicht schön. Grünland kannst du bald nicht mehr zu sagen. Binsenland oder so. Völlig scheiße. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich noch sagen? Schon wieder vergessen. Kommentare habe ich eben beim Kaffee, soweit es ging, schon mal grob durchgeguckt. Also dazu auch nochmal. Ich lese jeden Kommentar wirklich. Also einer war ja, ich weiß ja nicht, ob Sven das liest, aber da war da irgendwie. Natürlich, ich lese jeden. Ich kann nicht jeden beantworten, das schaffe ich nicht. Aber ich sehe wirklich jeden Kommentar, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und freue mich auch über fast jeden Kommentar, über jeden freue ich mich auch nicht. Da sind ja manchmal dann doch ein paar Blöde dabei, aber schon länger nicht mehr, also alles gut. So, wir juggeln jetzt wieder zum Roden, damit ich dann die Miete eben zutüdeln kann, damit dann irgendwann auch mal Feierabend ist, heute, auf dem Sonntag. Wäre ja schön. 16:45 aus dem Bett gefallen, jetzt ist 16:30. Reicht denn auch. Da sind wir wieder. Kann es nicht einfach noch so bleiben? Das wäre ein herrlicher Tag. Gleich rankommen, dann zeigen wir noch mal einmal hier das Abbunkern an der Miete. Haben wir auch noch nicht, ne? Und dann ziehe ich das Vlies rüber. Habe ich jetzt nur ein bisschen. Das müssen wir noch wieder aufmachen, weil die Miete noch nicht fertig ist.
Aber wir haben kein weiteres Vlies gebraucht. Das hat gereicht. Sehr schön. So, Marlene und Luca sind am Feierabend. Und wir machen jetzt auch Feierabend. Noch einmal eben nach oben fahren und gucken, wie viel da noch nach ist. Interessiert mich ja jetzt doch ein bisschen. So. Jürgen macht gerade den. Ne, ist auch fertig. Ruder sauber. Übrigens aus der Miete, aber das ist egal. Dafür kann man da jetzt kein ganzes Vlies drauflegen. Soll nass werden, wird auch wieder trocken. Ich denke mal, dass wir morgen. Ja, nee. Eigentlich müssen wir beides. Ich weiß nicht, aber so viel. So lange brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht mehr. Also theoretisch können wir eigentlich morgen. Je nachdem, wann Jürgen kommt. Morgen erstmal eben hier den Rest machen. So, da an der Seite. Da an der Seite ist alles weg. Wie es aussieht, ja. Also, dass diese Reihen noch, die sind ja, das sind ja relativ kurze Enden. Und da sind noch 4 Reihen oder was? Jo. 6. 6 Reihen. Da hinten aus dem nassen Loch ist er raus. Leute! Wart! Wir haben alle nassen Löcher raus. Geil! Wir haben alle nassen Löcher raus. Der Rest ist, also nach 100 Liter nicht, aber nach 20, 30 Liter ist der Rest auf jeden Fall immer noch problemlos befahrbar. Geil! Das freut mich gerade. Ist noch nicht so schön wie ganz fertig, aber es ist schon sehr geil. Jo, nice. Sü. Bleibt mir nur noch, uns allen einen schönen Feierabend zu wünschen. Bis morgen! Guten Morgen, Montag, 7. Oktober. Es hat gerade angefangen zu regnen. Herzlichen Glückwunsch. So, Regentag. Jens hat den Schlepper eben übergewaschen. Jetzt schmieren wir den einmal durch, vor allem den Frontlader, der hat das bitter nötig. Dann haben wir das wieder in Schliff und dann können wir nachher den LKW wieder vollladen. Ne, vorwärts hätte ich den gerne drin. Wo will er hin? Wo will er denn hin? Ach, er will da umdrehen. Okay. So. Ausboosten können wir gleich auch noch einmal. Fat Presses, jo, alles da. Schrott. Kaputt gemacht, bezahlen. So. Two hours later. Genau. Tupfer und Zange. Traumhaft. So, Wietzendorf laden für morgen und dann wollen wir gleich mal einmal eben die 3,5 Wagen Fontane rüberjagen. Muss er hier nochmal Platz schaffen. Wir nehmen jetzt hier, der Hintergrund ist, wir wollen den Dreck rausnehmen, weil die da hinten, das sind die schlimmsten, die wir haben, damit die da nicht so viel Dreck haben. Und wir nachher noch Abzüge kriegen bei den Pommes und wir nehmen die unter 40 auch gleich raus, weil die
müssen wir sowieso zurücknehmen. Und wenn wir hier schon sortieren, dann können die auch gleich mit raus. Jo. Muss das noch dahin? Stock. Ah, eben war noch die Sonne draußen. Jetzt kommt das da schon wieder dunkel. Irgendwas um eins am Feld. Das muss gehen. Irgendwie muss das gehen. Also, den haben wir auch gleich leer. Einen haben wir noch. Wir haben es fast geschafft. Alles wäre gut. Trocken ist es auch noch. Gleich ist Mittag. Aber jetzt ist der Ruder kaputt. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, hoffen, dass sie Ersatzteile da haben in der Firma. Ja, so ist schon mal was. Aber es ist Montag, ich meine, was haben wir erwartet? Es ist Montag.
Geht doch. Mittag. Es geht ein bisschen weiter. Da fragen ja ständig welche nach, ne? Besonders unter dem letzten Video. Was war denn da los? Stimmt denn mit euch nicht? Mann, ich warte selber drauf. Ich nerv das auch. So, die Sonne scheint. Und Jürgen hat sich aber immer noch nicht gemeldet. Die schrauben sicherlich noch am Ruder. Oder im schlimmsten Fall müssen noch Ersatzteile besorgen. Ich weiß es nicht. Und darum habe ich alle in die Mittagspause geschickt. Also wir haben gegessen und dann sollen sie noch eben Pause machen. Halbe Stunde haben sie noch. Und ich tüdel das hier langsam schon mal wieder in Gang. Können wir den letzten Wagen noch runternehmen. Ich habe das jetzt ein bisschen umgeplant. Ich wollte eigentlich ja dann den nächsten auch füllen. Das lassen wir sein. Wir machen jetzt den einen voll. Ich glaube, der ist sogar schon voll. Gleich mal gucken. Ich meine, den haben wir vorhin Mittag noch voll gekriegt. Wir hatten die Sicherung rausgeschossen und dann war Feierabend. Nein, Mittag. Sicherung ist wieder drin. Kann alles wieder angehen. Dann werden wir den Rest gleich eben in Kisten nehmen. Und die erstmal an der Seite stellen, weil wir danach sowieso noch wieder Kisten sortieren wollen. Und wir dann den Akkuleinerzug komplett frei haben für die nächsten Attentate auf den Kartoffelschlägen. So, den habe ich vormittag hier noch angefahren. Ach, das habe ich ja gezeigt. Ne? Das ist hier so eng. Ich habe das jetzt ja so rum, sonst immer andersrum. Das geht doch ein bisschen besser wegen der Mieten hier. Aber schön ist das alles nicht. Ich habe schon zu Jens gesagt, hier den halbtoten Baum machen wir ganz tot, der kommt weg. Und dann machen wir hier noch 2 Meter oder 1,50 oder so noch ein bisschen Steine rein. Nach Ernte irgendwann, wenn Zeit ist, dass man hier ein bisschen, also das ist ja nicht viel, aber ein bisschen so weit wie die Palette liegt oder so, dass wir da noch Platz kriegen. So, wenn der voll ist, ja, der ist voll, dann fahren wir gleich den hinter den, hängen die zusammen. Dann können die nachher hier unter das Dach. Ich habe vor mir dann noch eben da die Planer raufgedreht, weil das so nach Regen aussah. Aber jetzt scheint ja die Sonne wieder. Kann man gleich auch aufdrehen, dass sie nicht schwitzen. Mal gucken. Jo, der ist voll. Der kann gleich raus. Dann machen wir das doch erst. Was hier los? Was hier los ist, will ich von dir wissen. Mann, ey. Puh, also 14 Uhr rief Jürgen an. Er könnte jetzt in der Firma losfahren. Oder läuft, wie man sieht, läuft er auch. Ist hierher gekommen, Fadan hat eben den einen Tandem, der steht da vorne, hergebracht. Dann wollte er gerade mit dem anderen Tandem, mit dem da. Wieder hierher fahren. Dann klingelt mein Telefon, wir könnten, wenn wir wollten und ganz schnell sind, wir müssten in 20 Minuten da sein, einen Zug liefern. Vater noch eben hinterhergerufen, vom Schlepper gezogen. Jetzt ist er auf den 716 raufgestiegen, fährt mit einem Zug los zum Kippen. Ich hole mir jetzt den Tandem, fahre mit zur anderen Seite zum anderen Vorgewende, dass wir das nochmal eben hier reinbunkern. Und Jens kommt mit dem Akkuleinerzug und der soll, das weiß er noch nicht, hier auch irgendwo hin. Jo, wir hatten gerade den Kaffee eingegossen. Jetzt gibt es keinen Kaffee. Irgendwas ist immer. Da ist er ja. Oh, der Robert. Der Rodert, der Nachbar mit dem Roper. Mein Gott, der Robert. Junge. So, nu, wohin? Scheiße. Jetzt erstmal hier die kurzen Enden, weil die langen Enden passen nicht in den Bunker. Also keine Runde. Was geil wäre, wenn auch eine Bahn nicht reinpassen würde, aber ich fürchte, das wird nicht so sein.
jetzt auch gemacht? Vermutlich nicht. Aha, jetzt bin ich dran. Ich möchte lösen. So. Den. Nochmal bei dem. Zack. As mentioned before.
Liebe Leute, der Montag hat angefangen wie ein richtiger Montag, aber er endet ganz friedlich. Sieht schön aus. Noch richtig Glück gehabt heute mit dem Wetter. Hätte wirklich schlimmer kommen können. So, der sieht mir so aus, als wäre der noch nicht voll. Dann ist da noch gar nichts. Das machen wir noch voll heute. Und dann ist Schluss. Mit dem Sortieren haben wir aufgehört. Jens ist nach Hause. Wir haben es jetzt 17:45. Ja, wie gesagt, das noch eben voll machen. Also zwischen 7:30 ist dann hier Schluss. Herrlich. Oh, ein Foto wert hier. Leider ist der Ruder schon ein bisschen weit weg. Aber oh, schön. Guck mal. Mann, ihr seht es ja selber. Schicki. Oh. Ja. Oh, da mal im Raufkraxeln. Also die Kartoffeln sehen echt gut aus. Nichts Faules zwischen. Also ein Traum. Dafür, dass sie hier erst so echt richtig klöterig waren, kann man da nicht mehr gern. Ertrag weiß ich noch nicht. Sieht aber auf den ersten Blick auch gar nicht so verkehrt. Ach, der ist doch voll. Hoppala. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus. Aber die Qualität, die passt. Wenn die jetzt auch noch Stärke haben, ich weiß es ja nicht, dann bin ich glücklich. Das ist schön. So, wir werden hier ab morgen irgendwann auch eine große Feldmiete machen. Also mit Wegfahren ist jetzt wohl vorbei. Wenn wir die weg haben hier, dann wir kriegen zu Hause nichts mehr unter. Das wird nichts. Dann gibt es eine Feldmiete. Ich denke auch mal da gegenüber vom Nachbarn. Dann können die sich unterhalten. Und wir können beim Laden vielleicht einen Kaffee zusammen trinken oder ein Bierchen, wenn sich das gerade mal passt. Jo, liegt fein. Der andere Nachbar hat auch schon aufgehört, wie ich sehe. Kartoffeln raus oder was? Können wir ja gleich mal gucken. Sehr schön. Oh. Dann hat seine Jacke hier vergessen. Wieder so nicht auftreten. Ne? Schmutz auf jeden Fall von alleine. Ach, da hatte ich bei dem Kipper hier, den hatte ich ja vorhin kurz ab. Aber der drucklose Rücklauf, der hat sich aufgewärmt. Und dementsprechend war da Druck drauf. Also war das kein druckloser Rücklauf, sondern ein Drucklauf quasi. Ja, und kloppen will man ja nicht. Also ich habe es vorsichtig versucht, gebe ich zu, aber keine Chance gehabt. Also auseinandergeschraubt und dann hier komplett eingesaut. Schöner neuer Hoodie. Aber jetzt kannst du auch sagen, was ziehst du auch was Neues an bei der Arbeit, ne? Selber schuld. Ist so. Wir schleichen nach Hause. Jo, ich glaube, die Entscheidung war ganz gut. Weil hierher ist der Boden noch ein bisschen dunkler, bisschen etwas schmieriger als weiter in der Mitte hin. Und wenn das dann der Regen, der große, der soll jetzt Donnerstag kommen. Also morgen auch schon wieder Regen, so ähnlich wie heute wohl von der Menge, also nicht so schlimm. Das heißt, wir werden morgen auch weitermachen. Jürgen sagte, er kommt gegen 11, kann er hier sein, dann machen wir das auch so. Und Mittwoch soll es regnen und Donnerstag richtig Menge. Irgendwie standen da zwischen 20 und 25 Liter, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zuletzt heute Mittag, war es glaube ich, geguckt. Ja, nee, ganz raus sind die nicht, da sind noch welche. Dann waren die Wagen einfach nur voll, vermute ich mal. Aber die Seite ist auch nasser. Also ich vermute mal, dass sie deshalb hier angegriffen haben, um eben auch noch vorm Regen hier weg zu sein, ne? Da hinten kommt Vater, sehe ich gerade, mit dem 718, dann kann der dann die anderen Wagen mitnehmen, das ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich
Ich könnte die auch fast leer mitnehmen und die machen Miete. Aber mal eben anrufen. So, der letzte Zug kann da rein. Und diesen fahren wir vorwärts in das andere Tor. Ganz rein passt er nicht, aber trocken steht er trotzdem, denke ich. Wollen wir gleich mal gucken, ne? Rangiermodus. Aber wir haben jetzt abgeschnackt, wir machen die Kisten, die wir noch haben, machen wir noch mal voll. Das heißt, zwei Wagen kriegen wir wohl noch leer. Mal gucken. Und der dritte, der kommt hier notfalls irgendwo so lose hin. Moinsen, Dienstag, 8. Oktober, kurz vor 7. Kaffee haben wir aus. Jens fährt gleich los nach Wietzendorf, wenn er vom Hof kommt, weil die sind hier am Silo fahren. Da kommt ein Silo, guck. So, Silo fahren ist gleich schon fertig. Das ist ja geile Technik, ne? Gar nicht blöd, ey. Ja, ich will mal gucken, ob ich sonst da hinten, ja, da lang fahre. Ja, dann mach was, dann lass ich mich hier stehen. Ja, lass mal hier stehen. Alles klar. Ja, also, bis später. Bis später. Ganze Chaos hier. Jetzt kommt ein Silo gerade für Mörtelverblender. Da steht ein Trecker. Hier die ganzen Mieten. Das seht ihr alles gar nicht, ne? Alles duster. Ist auch gerade mal 7 Uhr. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier mit dem LKW vom Hof kommen. Bei der Auffahrt vorne ging es dann gestern auch weiter. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ist ja immer so, erst alleine der Kollege, sein Angestellter, der ist im Krankenhaus gerade, ist immer eben eine kleine Firma. Und da muss er eben sehen, wie er das irgendwie hinkriegt da. Ne? Aber bislang haben wir uns ja immer noch gut retten können hier, aber ich komme hier auch vorbei, das geht. So, mal gucken, ob er hier auch schon wach ist. Ah, morgen. Zappenduster hier. Hallo, und da bin ich. So, schauen wir mal. Rein. Gute Stube. Eine Flasche Wasser wegstellen. Zündung. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, der Pressanhänger ist okay. Vorratsdruck. Kontrollgang. Ich kann nochmal eben schon mal blubbern, ein bisschen Luft aufpumpen. Ordnung, funktionieren. Verschlüsse sind zu. Ja. Alles an, alles dran. Nichts fehlt. Sehr schön. Wir müssen wieder mal nach Wietzendorf holen. Thank you.
So, Jens hat den LKW in Gang. Wir holen uns gleich diese, da stehen Kisten, könnt ihr die sehen, die holen wir uns nach vorne. Stellen mir die alle an der Seite und dann wollen wir noch ein paar Kartoffeln in der Kiste kriegen. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Platz, dann kann ich gleich eigentlich den vollen Zug da auf den LKW-Parkplatz ziehen, dann steht er auch trocken, wer weiß, was noch Regen kommt. Heute soll nicht so viel sein, knapp 2 Liter insgesamt, aber morgen dann ab späten Nachmittag soll das losgehen und dann bis Donnerstagabend durchregnen. So steht es aktuell im Wetterbericht. Vollgekriegt. Jetzt hat Jürgen angerufen, dass er gleich da ist. Da brauchen wir los. Wir haben ja gestern schon mit der Miete da angefangen. Ich zeige euch das gleich. Und jetzt haben wir das Vorgewinde auf der ganz anderen Seite, das ist noch drin, das nehmen wir jetzt hier auf dem Tandemkipper auf, nach Hause, wo auch immer hin, ich weiß es nicht, jetzt ist aber schon zurück, also von da und jetzt sind da beide Ecke wieder voll zu löffeln, dann haben wir ein bisschen Platz, haben wir wieder viel voll, dann kann dann dieser Kipper hin, ja und der Rest von dem Schlag, vielleicht holen wir noch 2, 3 Wagen, aber dann ist hoffentlich alles in der Miete, der Rest. Irgendwie war ein Kommentar, warum jetzt doch Miete, hast du Halle gebaut? Ja, haha. In der Halle sind, wie der Neulich schon gesagt, ich weiß es nicht, 300, aufgerundet 350 Tonnen oder so von Stärke Kartoffeln 3300, 3400 Tonnen. 1000 Tonnen haben wir schon weggefahren, bleiben noch 2300 rundweg über. Irgendwo hin müssen. So, wenn wir jetzt mal grob hochrechnen, wir haben
mal nur 300 Tonnen in der Halle, dann haben wir 300 Tonnen, das sind wohl eher 400 Tonnen. 400 Tonnen aktuell auf dem Hof liegen, das sind 700, dann haben wir irgendwie gut 200 Tonnen im Schuppen, das sind 900 Tonnen. Dann müssen noch 1300 Tonnen irgendwo anders bleiben. Ne? Ungefähr 400 Tonnen sind in der anderen Miete schon, da ist aber noch nicht ganz fertig. Ja, also da seht ihr, so eine große Halle kann ich gar nicht bauen, dass wir das alles auf dem Hof irgendwo in der Halle kriegen lassen. So, los geht's. Jo, so, also dieses Vorgewände soll jetzt eben raus. Das wird leider auf den Tandemkipper raufpassen, ziemlich sicher. Ich stelle den jetzt eben an dem anderen Ende auf eine Seite hin und dann kann Jürgen da abbunkern. Ja, im Moment ist trocken, wie man sieht, das ist aber ganz nett. Mal schauen. So, Spaziergänger sind hier immer sehr viele, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber die parken manchmal echt beschissen, ey. Richtig scheiße. Da haben wir die angefangene Miete. Da ist der Autowagen. Da ganz hinten wird gerodet. Da laufe ich jetzt hin. Dann haben die den Autowagen, um zum Mittag zu kommen, dann auch gleich auf der richtigen Seite hier bei der Miete. Ja, hat ja doch ein bisschen was geschafft gestern, ne? Kann man jetzt nicht meckern. Aber ist auch noch genug drin. Noch genug zu tun. Können wir überhaupt was sehen? Jetzt. Wunder. Miete wohnen, immer rund ist die Welt. Weiter. 11 Uhr. Jo, jetzt ist Schluss mit Roden. Bis Donnerstag, vielleicht auch bis Freitag. Ich wollte nicht wissen, ob Donnerstag wettermäßig überhaupt was geht. Aber Jürgen muss jetzt noch eben was für einen anderen Kunden roden, der liefern kann, darf, muss, wie auch immer. Das geht natürlich vor. Und morgen ist er den ganzen Tag bei anderen Kunden. Keine Ahnung. Ist dann so. Dann machen wir morgen Hofarbeit. Abgesehen von Wietzendorf, die beiden Touren, die auch morgen dran sind. Jo.
zu zum Regen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Sehr schön. Genau ein Vlies. Auch wieder hier 20 cm offen am Ende. Mein Gott, ey. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass es genau passt. Egal. Also geht das spätestens Freitag weiter mit Roden und dann aber erstmal Pommeskartoffeln, weil wir Freitag ja Liefertermin haben. Von halb acht bis halb sechs können wir anliefern. Und dann werden wir einen Großteil werden wir weg haben. So, gleich nochmal eben mit dem Schlepper her die Wagen wegholen. Aber ich hatte das Vlies hier auf dem Auto. Und das hätte ich mit der 67 noch nicht mitgekriegt. Von daher musste ich erstmal hier mit dem Auto wagen hier. So, geht's noch zurück. 5% Schmutz circa und gute 18% Stärke kann man mitnehmen, das funktioniert. So, in den letzten Kommentaren kam die Frage, warum immer eine Achse in der Luft hängt hier vorne. Die hängt jetzt in der Luft hier, da ist nichts dran. Ne? Der rollt jetzt nicht, weil die Handbremse angezogen ist. Aber nee, die hängt, das ist einfach um das Gewicht. Braucht er nicht. So schwer ist das Ganze jetzt nicht, der ist ja leer, also braucht er nicht das die volle Achslast ausschöpfen. Das geht dann auch eben mehr darum, um Reifenabrieb zu sparen, um die Straßen zu entlasten und sowas alles. Und wenn ich den Nissan ausmache, geht die Achse von alleine runter. Wenn ich ihn anlassen würde, wir würden ihn vollladen, dann wird er so circa, ich hoffe, ich liege da richtig, irgendwo bei 15 Tonnen, schaltet das System dann und die Achse kommt von alleine runter. Und drückt dann eben auch mit auf den Boden. Und dann fährt man eben wieder mit drei Achsen hinten am Anhänger durch die Gegend, damit das Gewicht dementsprechend besser verteilt ist. Ach, hier ist noch eine Kartoffel, toll. Die nehmen wir mal damit hin. Ja, waschen könnte ich hier nochmal wieder, aber das Problem ist, dass im Moment alles voll ist da hinten. Das geht alles nicht. Und Waschstraße habe ich nicht unterwegs. Und einmal LKW waschen, da liegen wir auch irgendwo zwischen 70 und 100 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und noch können wir den so laufen lassen. Solange wir noch die Farbe erkennen und welche Farbe das ist, lassen wir ihn erstmal so. Dann geht es irgendwann zum Waschen. Mal gucken. Und auch drinnen sauber machen, das sieht aus wie Hack. Aber das machen wir nächstes Mal. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass er hier die Boxen wegkriegt, dass ich mich irgendwo hinstellen kann. Damit wir wieder laden können. Ja, und guck mal, jetzt werden wir schon mal dabei sind. Ich mache den mal aus. Und dann geht das von alleine runter. Ja. So läuft das dann. Ich kann das dann hier auch noch einschalten. Hoch und runter. Und dann eben die Luftfederung. Hoch und runter pumpen die Balge. Handbremse. Die nimmt man aber nur, wenn man das Fahrzeug ohne Zoommaschine abstellt. Damit er nicht wegrollen kann. So, jetzt muss ich erstmal klären, was da Sache ist. LKW gleich voll. Dann kann Jens ihn an die Seite stellen. Ah, eine Schaufel brauchen wir noch. Dann kann Jens ihn gleich an die Seite stellen. Dann stellen wir den Wagen da unter das Dach. Und dann ist Feierabend für heute. Im Hellen. Yippie-yay-yay. Ich glaube, heute gibt es noch ein Feierabendbierchen. Und ich behaupte, das haben wir uns verdient. Haben wir oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. So, aus das Auto. Sehr schön. Bier, 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 Bett, Bett, Bett.
Moinsen, Mittwoch, 9. Oktober. Noch ist richtig schön, aber auch nur ein bisschen richtig schön, weil wir haben keine Ruder heute Morgen. Palette braucht der Tiefbauer vorne, bringt noch eben hin. Und dann wollen wir mal weiterkommen irgendwie. Mal gucken, Jens ist gerade los nach Wietzendorf. Puh, ja, mal gucken, was der Tag bringt. Ab Mittag, ab 14 Uhr soll es regnen. Mal schauen. Und es schifft jetzt schon. Das sollte im Wetterbericht, habe ich vor einer Stunde geguckt. 16 Uhr geht es los mit Regen. Ja, genau. Richtig. Naja, wir haben heute Vormittag ein Dach über den Kopf. Leute, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von Detlef. Ganz liebe Grüße, Detlef, und vielen, vielen Dank dafür. Er hat mir erklärt, was diese Connect-Box macht und warum das rot blinkt, anstatt grün zu leuchten. In den Kommentaren hatte ja auch schon mal jemand. Warte mal, wo stellen wir euch denn jetzt? Ach, da ist kein Metall. Das habe ich nicht aufgepasst. Egal. Moment, das machen wir anders. So, also. Das ist so, und das war in den Kommentaren auch schon einmal zu lesen, irgendwie, dass das Gerät auch speichert und dass der Speicher vielleicht voll ist. So, und Detlef hat mir jetzt gerade geschrieben, dass das tatsächlich so ist, und der speichert alle möglichen Daten, also Betriebsstunden, Startvorgänge, alles mögliche. Fehler wahrscheinlich auch, vermute ich mal, weiß ich jetzt nicht. Da speichert er alles. Und wenn der Speicher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, fast voll ist, dann fängt er links, die linke Lampe fängt dann an zu rot zu blinken. Und wenn die irgendwann leuchtet, die dann, wenn der Speicher nicht ausgelesen wird, ne? Sondern wenn er ausgelesen wird, dann wird das wieder auf Null gesetzt, das ist alles wieder schön. Dann leuchtet es wieder grün. So, wenn die irgendwann dann durchgehend rot leuchtet, die linke Lampe, dann ist der Speicher ganz voll und er löscht automatisch alte Daten und überschreibt die dann mit neuen Daten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ist das alles nicht schlimm, und Detlef schreibt auch, also das können wir ruhig ignorieren. Das hat keinen Einfluss auf die Funktion des Staplers selber, was ich ja auch festgestellt habe, weil er läuft ja. Aber da nochmal wirklich ganz liebe Grüße und vielen Dank für die Information. Jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer geworden. Solche Tage mag ich, an denen ich was dazu lerne. Finde ich gut. Achso, und er sagte auch noch, wenn die rechte Lampe rot leuchtet, dann ist Problem, weil er dann diese Magnetschlüssel, die hier an der Seite drin stecken, nicht erkennt. So, dann würde er natürlich nicht starten. Das wäre unschön. Aber das ist ja nicht der Fall. Also, soweit alles gut. Jetzt hätte ich es dennoch ganz gerne auch, dass der Stapler dann ausgeht, wenn ich das möchte, und nicht einfach nach einer Minute, weil das ganz oft so ist, auch mal eben absteigen. Die ist beim Waschen vergessen worden. Die stelle ich mal eben an der Seite. Was wollte ich sagen? Ja, dass ich ihn ausmache, wenn ich ihn aushaben will, und nicht, dass er selber ausgeht. So, das, und da hat jemand in den Kommentaren ja auch schon korrekt vermutet, das ist ein Sitzkontaktschalter. Yo, das ist richtig. So, jetzt ist es natürlich auch wieder so, dass das höchstwahrscheinlich, vermute ich mal, auch ein Sicherheitsding ist, irgendwie, weiß ich nicht, dass man diesen blöden Kontaktschalter gar nicht drücken dürfte, weil, keine Ahnung, der muss ausgehen. Ich weiß es nicht. Kann ja alles sein. Also, wir müssen wohl, so wie es aussieht, damit leben, wie es ist. Oh, jetzt ist hier Stopp, weil ich keine Kiste da habe. Teufel, wie kann das passieren? Habe ich zu lange? Nee, ich habe doch weitergemacht. Wieso ist die andere Kiste voll? Wie ist denn sowas? Den zweiten Wagen auch gleich leer. Dann sind wir mit Sortieren erstmal durch. Zumindest könnt ihr überhaupt was sehen, ja, ne? Zumindest. Oh, da kommt mein Elektriker.
Wir haben uns überlegt, wir holen die Mini-Miete, Mini-Fontane-Miete da hinten noch eben weg. Und dann können die Drillinge gleich raus, das Ding dann eben in Kisten zwischenlagern, fertig. Und dann nehmen wir sie Freitag oder Montag mit ins Lager nach Schiesel. Dann haben wir ein Vlies wieder zurück, ist auch nicht verkehrt. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, es könnte gerade so reichen an Vliesen, die wir haben. Weil wir da die Mieten, die am längsten liegen, die bis in den Frost, was das? Ja, bis in den Frost liegen, da müssen wir wohl oder übel noch Stroh rüberhäckseln und dann noch ein zweites Vlies aufziehen. Ein bisschen einpacken, frostsicher. So. Dann tüdeln wir da schon mal hin. Ja. Vater kommt gleich mit dem 718 nach. Ja, anderthalb Wagen wahrscheinlich. Passt auf einen nicht gerade rauf, aber dann ist das auch so. Durch die Maschine sind sehr schnell. Oh, kann losgehen. 16 Uhr Regen, sagen sie. Mal gucken. Ganz vielleicht gibt es noch eine kleine Überraschung heute, aber das hängt davon ab, ob es regnet oder nicht. Aber 18 Tonner, der Regen naht. Der Plan ist jetzt, dass Vater sich noch eben einen Wagen herholt und ich fange schon mal an, diesen hier über die Maschine zu jagen. Dann ist das ganze Thema für den Nacht reine Geschichte. Schätze ich mal so, vielleicht auch 3:30. Aber dann haben wir es durch. Aber im 18 Tonner läuft das hier nicht so geschmeidig wieder zurück wie jetzt mit dem Wagen. Das ist echt ein Träumchen, immer noch. Ich bin nach wie vor begeistert. Und damit jetzt keine Langeweile aufkommt, rollen wir jetzt noch ein Vlies ein. Dann machen wir Feierabend für heute. Ja, toll. Jetzt geht's richtig los mit dem Regen. 18.10 Uhr. Dreckswetter. Donnerstag, 10. Oktober, es schifft und schifft und schifft seit gestern Abend. Jetzt gerade ist mal ein bisschen trocken, aber das wird nicht lange anhalten. LKW vollladen für die erste Wietzendorf-Tour heute, die vorletzte diese Woche.
Und dann noch ein paar Kartoffeln sortieren und dann hoffen, dass es bald trocken wird, damit wir morgen Pommeskartoffeln roben können. Jo, und Wasser abkippen. Bei dir piepst doch! Ja, will doch. Jo, die Mauer sind abgerückt. Die können heute nicht arbeiten. Zu nass. Fängt gerade wieder ein bisschen an zu nieseln. Ich habe im Regenmesser mal eben rein spekuliert. 34 Liter. Das ist ein bisschen viel, ne? Gut, wenn der LKW gleich voll ist, dann fahre ich da den. Um die Ecke sind ja noch die beiden Akkuliner voll. Die fahre ich an Bunker ran, dass wir da noch mal ein bisschen in Kisten laufen lassen. Was sollen wir sonst tun? Scheiße, ey. Den anderen Akkuliner habe ich hinter die Halle gefahren, angekippt, dass er leer läuft. Hier ist die Plane ja drauf, aber auch noch mal rauf gucken. Und dann laden wir schon mal die Fontane vor, weil ich weiß nicht, ob wir morgen überhaupt roden können. Das müssen wir dann sehen, ob das siebt. Bei dem Wasser könnte das schwierig werden. Leute, das gibt's doch nicht, das Schiff, ey. Wir müssen schon weit über 40 Liter sein jetzt. Verdammte Scheiße. Durch. Alter, das schüttet. Das gibt's doch nicht. Boah. Mann, fuck, ey. So, LKW ist gleich voll, dann kann der entweder los oder zur Seite oder was auch immer und dann kann ich hier weitermachen. Luca und Marien sind noch in der Pause. Da habe ich gesagt, 1:30, ja, 20 Minuten noch. Kann ich hier noch mal ein bisschen klar Schiff machen vorher. Ist das eine Scheiße, Leute. Das wird morgen nicht sieben, fürchte ich.
ich habe da arge Bedenken. Ich glaube, das wird nicht gehen. Wir werden es probieren, aber ich schätze mal, das brechen wir ab. Da wollten wir bei, auf den Schlag. Kacke. So lange jetzt drauf gewartet, dass wir endlich liefern dürfen. Und jetzt schifft es. Mist. Was macht er? Pommeskartoffeln wegbringen, die wir jetzt gerodet haben und die von der Miete, die wir gestern aufgelöst haben, die können wir jetzt eben liefern. Fahren ist mit dem Tannenkipper schon da, der rief gerade an, der ist jetzt gerade, der steht da schon eine Stunde oder sowas, mindestens. Aber der kann jetzt kippen oder hat jetzt angefangen zu kippen. Das heißt, ich fahre jetzt schnell los und fahre wahrscheinlich dann mit dem Tandem wieder nach Hause und fahre dann macht diese leer, dass ich hier noch ein bisschen weiter komme. Dann rief Jürgen eben noch an, wie das aussieht, wie viel Regen wir hatten. Ja, wie viel Regen hatten wir? Wir sind jetzt, ich habe noch nicht wieder reingeguckt, aber wir sind jetzt sehr sicher deutlich über 40 Liter von gestern Abend bis jetzt. Wahrscheinlich wird es nicht gehen. Also ich werde, wenn ich zurück bin, noch mal eben einmal hier aufs Feld laufen, mir die Suppe angucken. Aber ich vermute, dass wir das absagen müssen. Das ist so beschissen. Beschissener geht's kaum. Ehrlich. Das ist richtig scheiße. Tut mir leid jetzt für die Wortwahl. Aber es ist, wie es ist. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und das auch nicht ohne Grund. Das erfahrt ihr aber im nächsten oder übernächsten Video. Und dieses Ziel werden wir höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr erreichen. Wir waren so kurz davor. Verdammt! Aber hilft alles nichts. Jetzt auf nach Schesien. Hier kippen ist. Wo ist denn das jetzt? Das ist nicht da, wo es letztes Jahr war. Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Da muss ich ja erstmal gucken, bevor ich hier falsch fahre. Teufel. Der Stapler hat gewunken. Ich glaube ja, das war der Fahrer, aber da irgendwo soll ich hin. Schauen wir mal. Aha. Draußen umdrehen. Leer, auch da können wir ja tauschen. Ja, schon wieder auf der Waage. Ja, er geht auch nicht davon aus, dass wir morgen kommen. Abwarten. Aber ich fürchte, das wird so sein. Die alte Natter. Die Sau.
Ja, theoretisch könnte da auch schon gleich einer von der 18-Tonner hinter. Wo stellen wir den ganzen Bums denn gleich hin? Da. Ja. Ja. Oder? Oder ja. Mann ey. Ja. Machen wir so. So, diejenigen, die sich das die ganze Zeit gewünscht haben, das sollte ich doch mal machen. Wobei wir das schon mal gemacht haben, aber bitte sehr. Jetzt haben wir es. Warte. Ja, an der Seite unter dem Schirm kann Jens wieder hin. Dann fahren wir. Nee. Da sollten eigentlich noch Kisten hin. Der kann in der Durchfahrt stehen. Und diesen. Ja, der kommt auf jeden Fall in der Durchfahrt. Dann fahren wir mit diesem durch und stellen ihn da hin. Glaube ich. Ja. Können die anderen auch gleich zusammenhängen. Und dann laufen wir uns mal die Füße in den Matsch und gucken, ob wir da morgen vielleicht roden können. Ich fürchte nicht. Eine Woche ist ja rum, dann soll Jens mal den LKW hier unterschieben wieder. Dann steht der auch trocken. Und diesen stelle ich jetzt erstmal hier hin. Wenn wir dann nachher doch noch mit Kisten rangieren, dann kann er auch noch mal wieder weg. Sieht natürlich komisch aus, weil die Hinterachse vom Tandem mitlenkt, steht der jetzt anders als man das erwartet, obwohl ich vorwärts gefahren bin und nicht rückwärts. Ja. Ich hatte mich noch gefreut, dass die Sonne jetzt scheint, jetzt bleibt es trocken, eben fing es wieder an zu schiffen. So. Mal mir in der Licht in der Halle und steckt die Sticken alle auf links und dann ist das soweit fertig. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Dann die wieder einstecken. In der Hoffnung, dass jetzt keiner wieder anruft. Ah, reicht für heute. Ah, scheiße. Gleich auch nochmal Licht und Blinker und den ganzen Quatsch kontrollieren, ob das alles hinhaut. Aber erstmal die Stecken. Jo. Jo. Jo, 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 jo. Jo. Läuft alles. Sehr schön. Diese Seite auch. Jo. Yeah. Nö. Nö. Ja, moin Jürgen. Du, keine Chance. Da haut nicht hin. Das ist, also du versackst da zu Fuß, ne? Das geht nicht. Wenn das morgen irgendwie im Laufe des Tages noch ein bisschen besser wird, dann können wir ja noch mal eben telefonieren, ne?
Ja, wir könnten dann, wenn du damit durchfährst, dann rufen wir eben an. Und dann machen wir entweder Pommes oder wir machen auf dem Boden mit den Stärke weiter, das sehen wir dann, ne? Ja, 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 da muss das gehen, ne? Dann machen wir das so. Dann machst du erst da und dann rufen wir eben an und dann machen wir hier weiter. Also da, von oben ist ja morgen trocken. Ne? Welcher Tag ist heute? Heute Freitag. 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 Freitag der 11., glaube ich, ne? Ja. Ja. Moin. Morgen. So, am Freitag kann man ja auch mal abhängen, einschlemmen auch, aber auch abhängen. Ich hatte die Kipper ja schon alle zusammengetüdelt für Pommeskartoffeln. Na, so, und jetzt ist es ein bisschen, lass mal eben zu, damit ich zu Ende erzählen kann. Jetzt ist, oh. Jetzt ist es aber so, dass wir gestern einmal mit dem Tandem da Kartoffeln angefahren haben und ich habe mir den Wiegezettel angeguckt nochmal. Leute, hab festgestellt, das ist keine gute Idee. Selbst Vater sagte, oh, das ist keine gute Idee. Nee, wir kommen, also wir sind viel zu schwer, wenn wir jetzt den Tandem normal, also ist ja, der war ja auch nicht voll oder so, ne? Wenn man den normal füllt, oh nein, mein Reißverschluss ist aufgerissen. Oh! Die Jacke ist im Arsch! Mann, fuck ey! Scheiße. War gut, dass ich für Jens und mich schon neue bestellt habe, aber Ina wollte die eigentlich erst noch bestecken. Scheiße, aber dann wird die ohne Stick gleich angezogen. Das wollte ich aber ja gar nicht erzählen. Dann werden wir mit, wenn der Tandem normal gefüllt ist, mit diesem Schlepper, klar, die Schlepper sind zum Juckel natürlich auch eigentlich zu schwer, wenn man damit liefern will. Dann sind wir mit Tandem befüllt, dieser Schlepper und leere Akkuleiter dahinter, werden wir wahrscheinlich schon irgendwo bei 35 Tonnen. Das kannst du vergessen. Dann könntest du 5 Tonnen zuladen und dann wäre Schicht im Schacht. Ne? Und mit 5 Tonnen auf einen Kipper losfahren, ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Also, machen wir nicht. Machen wir nicht. Vom Feldweg hier vor Ort nach Hause, von mir aus noch, aber nicht nach Schesel zum Liefern. Läuft nicht. Also, beide abhängen, wieder zusammenhängen und dann fahren wir mit den Solo. Jo, 11 Uhr, Jürgen ist gleich da. Wir schmecken das hier jetzt mal ab, ob das geht. Wenn es nicht siebt, dann fahren wir zur Stärkemiete. Da siebt es auf jeden Fall, da können wir fahren. Ich hoffe aber, dass das hier geht, weil nächste Woche wieder Regen angesagt ist. Mal schauen.
Ja, mit dem können wir gleich los, wenn sie wieder abgebunkert haben. Wird jetzt höchstwahrscheinlich so laufen, dass wir hier kurz nach vier Schluss machen, weil um 16:30 spätestens soll der letzte Zug da sein, weil die dann 17:30 Feierabend machen. Dann werden wir die Miete in die Richtung noch angreifen. Die wird dann fertig heute noch. Und dann können wir morgen, weil wir dürfen erst Mittwoch wieder Pommes bringen, Pommeskartoffeln, morgen die Miete im Moor eigentlich fertig kriegen. Zumindest das größte, der größte Teil davon. Jo, das ist jetzt aktuell der Plan. 11:40, der erste Tandem ist voll, geht los jetzt. Schnauze. Es siebt sehr gut. Hatte ich nicht geglaubt, aber es geht sehr gut. Herrlich. Ja, das ist natürlich, das muss heute sein, ne? Könnte, es ist ja wie Montag. Murphy's Law.
Aber ich warte noch kurz mit hinten aufmachen, bis die weggelaufen sind. Und dann geht es weiter. Also theoretisch wäre ich 5 Minuten früher am Kippen und das würde jetzt durchlaufen. Aber wir haben eben gequatscht und jetzt sind die Kisten voll. Muss auch mal sein, ne? Geht gut mit dem Wagen hier am Band. Sagt er eben auch schon. Gestern hatten wir ja auch einen. War es gestern? Ich glaube ja. Er hatte erst Sorge, dass das nicht passt, weil die ja deutlich höher sind. Aber das geht fast besser als mit den normalen Akkulinern. Also Peak Fire. Oh, ich bin ganz schön dicht dran gefahren. Ei, Mann, gut, dass das Gummi hat. mit dem Band dicht dran gefahren, ne? Naja, aber alles gut. So, gleich hat er neue Kiste unter, dann leuchtet weiter. Und dann können wir auch jeden Moment hinten aufreißen. Und ich muss ja sagen, andersrum wäre das für mich angenehmer, hier ranzufahren, weil da Luft ist und ich nach dahin aufsteigen könnte. Ich weiß auch nicht, warum die alle umdrehen sollen. Und naja, egal. Jetzt haben wir auch alle Kippe auf links eingestellt. Rückstellproben. Kistenfüller kennt ihr ja von uns. Mittag. So, ein Bunker noch, also eine Runde noch. Dann kann ich mit dem wieder los. Fahr dann das mit dem ersten Zug los. Läuft sich ganz gut zurecht jetzt. Mittag ist durch. Lecker Currywurst Pommes gab es heute. Yummy. Da kommt der Jens angeradelt. Tritt fester! Ich sagte, tritt fester. Schmeiß den Dreck. Schmeiß ihn. Ja. Fliegt sogar Dreck. Oh.
wird das da vorne so dunkel. Was soll denn das? Den kriegen wir wohl dann noch eben schnell leer. Eigentlich wollten sie gerne um 5:30 Feiern machen. Jetzt ist es 5:20. Ja, das ist fast. Das geht ja noch fast. So viel länger ist das hier gar nicht. Jodeli. Die setzen jetzt um Stärke, ja, hier am Ort, also Geigenacker, den Rest raus, Miete. Morgen früh um 7 geht's los im Moor. Und der Plan ist, Sonntag den Rest von der Stärke rauszukloppen. Was dann noch überbleibt morgen. Klingt für mich nach einem sehr guten Plan. Fliegender Wechsel. So, jetzt kriegen wir unsere Drillinge noch wieder mit da und dann ist Feierabend. So, der letzte macht das Licht aus. 17:35. Passt doch. Thank you.
Guten Morgen. Samstag, 12. Oktober. Die Lüfter wieder zurückstellen. Die habe ich heute Morgen früh angemacht. Ja, 7.38 Uhr haben wir es jetzt. Wir haben hier an der Halle außen 6,2 Grad. Ich war noch eben im Feld, das zeigt das Auto ernsthaft 3 Grad an. Gut kalt. So, jetzt machen wir die Tür noch einmal auf. Dann kann das auch noch mal ohne Lüfter durchlüften. Die Klappen lasse ich noch offen. Und dann Außentemperatur. Deutlich unter Innentemperatur. Jo, ansonsten sind wir schon am Roden wieder in der Miete. Wir haben hier noch, oder anders, gestern ist die Miete da hinten, das war nicht viel, die sind um 6 fertig gewesen. Also waren kurz nach mir wieder zu Hause, nachdem ich wieder zurück war von den Lieferungen von der letzten. Da hinten da bei den Mühlen, da fehlen jetzt, ich weiß es nicht, 2 Meter Vlies oder so. Das ist natürlich jetzt echt unglücklich. Ich will nachher nochmal eben, können wir mal eben gucken. Aber ich fürchte, wir haben kein kleines mehr. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt eins kaputt schneiden. Andererseits ist das doof, weil wir nachher wahrscheinlich zu wenig Vlies insgesamt haben. Und da muss ich mir nochmal überlegen, was ich mache. Oder ich suche mir eine Folie für die 2 Meter enge alte Plane oder sowas. Moin. Eine alte Plane, die wir da rausschmeißen können. Also ganz viel ist hier nicht mehr. Ich habe hier jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, wenn ich das richtig sehe. Das wird knapp, um das doppelt zu belegen. Aber hier, boah, ja, Netze helfen uns nicht weiter. Da hinten ist noch eine kleine Plane, die und da auch. Ich glaube, wir nehmen da einfach eine Plane für 2 Meter. Ey, hau ab hier. 2 Meter ist das egal. Das können wir so machen. Jo, da kommt Jens dann irgendwann spät Vormittag nochmal mit zu. Weil ich dachte, das wäre mehr, ehrlich gesagt. Mal gucken, vielleicht sage ich Jens auch einfach ab. Ich mache das alleine und dann frage ich ihn lieber, ob er morgen nochmal einmal Zeit hat, um die große Miete mit zuzumachen. Zumindest so weit, wie es geht schon mal. Denn habe ich ja gestern schon gesagt, eventuell kriegen wir es sogar hin, da alles fertig zu kriegen morgen. Also heute kriegen wir es noch nicht fertig, aber das meiste kommt heute raus. Nachher mal gucken, was die da sagen, wie lange sie Lust haben heute und wie viel überbleibt. Wir können das ja auch ein bisschen einteilen, dass das heute nicht zu spät wird. Das dürfen die sich gerne selber aussuchen, wie sie es gerne machen möchten. Jo, so. Erstmal ein Frühstück und dann geht das hier weiter. Boah, komm. Fällt mir die Kamera noch aus der Hand oder was? Ey! Ja, gleich haben wir die Scheiben freigeblasen. Wir haben noch so viele leere Kisten. Nee, da. Da haben wir uns überlegt, wir holen uns noch einen, wahrscheinlich eher sogar 2 Muldenkipper nach Hause und füllen die Kisten. Was sollen die Kisten leer rumstehen? Das ist auch Quatsch. Fahre ich diesen jetzt hin, schnapp mir den Autowagen und fahre nach Hause und dann irgendwann in einer halben Stunde tauschen oder Stunde, ist scheißegal. Wir können ja immer weiter holen in der Miete. So, kleinen Moment noch warten, bis die Scheiben frei sind und dann geht er los. Teufel da! Da ist das ganze Regenwasser. Alter Schwede, ist die Wimme voll. Meine Güte. Verrückt. Thank you.
Frostig. Frostig. Junge, 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 Junge. Also ganz lange dürfen wir mit dem dickeren Einpacken der Miete auch nicht warten. Alter Schwede. Aber zum nächsten Wochenende soll es ja nochmal hier Altweibersommer geben. 18 Grad am Freitag stand da gestern. Ah, die Sonne kommt hier langsam raus jetzt. Jo. Ja, ein paar müssen da noch ran. Wir werden jetzt wohl hinten noch eine zweite Miete machen, damit Jürgen nicht so weit hin und her juckeln muss. Aber ich hätte hier gerne noch ein paar ran nachher, dass sich das zweite Vlies hier lohnt. Ne? Das wäre gar nicht so doof. Mal schauen. Das geht ja, ach, das ist noch nicht, das geht bis hier. Ach, das ist wieder genau dasselbe. Ja, mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Boah. Mariensitzeinstellung. Ey. Das reicht. Wollen wir nicht übertreiben. Jetzt stopp. Außer 10 haben wir es. Na komm schon. Ja. Holen eben einen zweiten Tandem nach Hause. Die bleiben jetzt tagüber noch ein bisschen in der Sonne stehen. Danach kommen sie in die Halle und dann Montag in der Kiste. Fahren wir eben noch mit dem Fondler hier vorne noch einmal glatt gezogen für die nächste Miete, damit Jürgen nicht immer da ganz hinten juckeln muss. Und dann, so wie das hier aussieht, ich meine, es ist noch ein bisschen was zu tun hier, aber könnte morgen klappen. Naja, es ist 10. Je nachdem, wie lange sie heute machen, ist das meiste heute tatsächlich schon raus. Das ist auch nett. Da schau her, da wird CCM gemacht. Da hinten läuft der Drescher, den könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. So, hier sind 2 Meter, das machen wir jetzt mit der Plane. So, fertig. Jetzt geht's gleich zur großen Miete. So.
So, ausgebreitet. Darüber kann er nochmal eben das Ende zurück tun. Jens tüdelt gerade sein Dröhnchen zurecht. Ja, noch eine Jens-Dröhnchen-Aufnahme gleich. Ist doch geil. So, ja, den noch ein bisschen zurück. Das Fließ ein bisschen zu groß, aber egal, ist wie es ist. Jo, Jürgen fährt uns hier noch ein paar Bunker ran, bis zu der Schaufel, die lassen wir da stecken. Und da haben wir das Vlies auch voll ausgenutzt. Dann passt das, wa? Jo, das sollte gehen. So machen wir das. So, nach anstrengender getaner Arbeit gibt es erstmal einen Kaffee. Blond, nicht süß für Jens. Nicht süß und schwatt für mich. Läuft. Ja, und damit ist jetzt auch, guck mal, da haben wir eine Hülle, da können wir die Kamera raufstellen. Ja. Vielleicht. So, das wäre. Könnt ihr uns. So können sie uns wohl sehen. Also, Video ist zu Ende. Kartoffelernte ist noch nicht zu Ende. Wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Video. Ja, ich habe ja schon erzählt, vielleicht wird das da, wo wir gerade zugedeckt haben, ja morgen fertig. Ja. Das wäre nice, dann haben wir auch nicht mehr so, also dann ist das wirklich abzusehen. Mhm. Dann sage ich mal so rundweg dann noch 10 Hektar. Also, das ist zu schaffen. Wir müssen nur gucken, wann wir die Pommes liefern dürfen. Ne? Richtig. Da haben wir ja noch keinen neuen Termin. Genau. Also, wenn es gefallen hat, Däumchen, wenn Träumchen, Abo darf auch dabei sein. Genau. Und dann Fragen immer gerne in die Kommentare. Achso, da fällt mir noch was ein. Ja. Deine 15 Tage, 15%. Ja. Das läuft noch. Läuft noch? Ja. Ja. Bis zum 15. Das sind nämlich nicht 15 Tage, sondern bis zum 15. 15% bis zum 15. Also wenn ihr noch was braucht, genau, und ihn ein bisschen an der Arbeit kriegen wollt, dann dürft ihr gerne noch was bestellen. Der Code ist 1515, also 1515. Ja. So, genug gesabbelt, das Video ist zu Ende, wahrscheinlich lang genug. Und deshalb bis zum nächsten Mal. Dankeschön, reinhauen. Ja. Stopp! Nee. Wir haben noch was von euch bekommen zum Auspacken und Zeigen. Ach ja. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, weil das Video wird nicht, glaube ich, lang genug. Das machen wir im nächsten oder übernächsten an alle, die was geschickt haben. Wir haben das nicht vergessen und das fällt auch nicht unter den Tisch. Ganz wichtig. Ja. Also jetzt aber. Dankeschön, okay. Reinhauen. Für Sing! So, Kaffee. Prost. 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 Ja. Uschi, du hast gar keinen Kaffee, ne? Uschi? Was ist da los? Und deshalb ist sie so beleidigt.